Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dwarf Fortress. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. So, wir sind hier zurück in unserer kleinen Anfangsfestung und ja, ich habe das mit den Crafts ein bisschen falsch gemacht. Naja, wir lernen ja alle noch dazu. Ich würde jetzt dieses Lager hier tatsächlich einmal löschen, im Moment, View Stockpile und dann das Lager löschen. So, jetzt liegt da zwar jede Menge Kram rum, aber den brauchen wir hier nicht, denn ich habe das mit den Ärzten so ein bisschen falsch verstanden. Hier, das sind ja, sogenannte Economic Stones und ich dachte, dass aus den Economic Stones hier die Crafts gemacht werden. Ist aber Blödsinn, ne? Von daher werden wir das nochmal ändern. Und ich werde hier jetzt nochmal ein bisschen umbauen, denn das ist eigentlich ein guter Bereich, um noch, um so ein paar Sachen einfach zu bauen, die wir dringend brauchen. Ich würde mal kurz das Mining-Tool rausholen und mal anfangen, das hier reinzuzeichnen. Oder sowas hier machen. Wisst ihr was, wir machen das hier. So, das heißt, ich brauche ein Zimmer. Soll ich das direkt an Flur angrenzen lassen? Ich mache es noch ein bisschen anders. Wir machen hier eine Abzweigung. So, und dann machen wir hier einen großen Bereich, den wir theoretisch als Lager benutzen können. Und da drüber kommen so Inseln, in die wir unsere Sachen reinbauen, die ich hier gerne hätte. So. Von der Größe... Nee, sorry, das muss ich nochmal neu machen. Von der Größe genügt mir das so noch nicht ganz. Ich hätte gerne das Lager... Ach, schwierig. Nein, wir machen das so. Das Lager kommt jetzt hier hin. Da drüber zweigen wir ab den Gang und da drüber die Inseln. 1, 2, 3. Und dann wissen wir, bis hierhin wollen wir runter. Das ist der Bereich. Okay, so, das bauen wir jetzt erstmal. Das wird eine Weile dauern. Habe ich eigentlich schon einen zweiten Miner zugewiesen? Das wäre eigentlich... Doch, haben wir gemacht, ne? Ja, wir haben sogar schon mehrere Miner, interessanterweise, weil wir ja neue Zwerge bekommen haben. Inzwischen sind wir schon 17 Zwerge und ich kriege das oft gar nicht mit, weil das Meldungssystem ist suboptimal, würde ich sagen. Manchmal merkt man einfach nicht, dass neue Leute dazukommen oder dass irgendwo was passiert. Naja, da muss man so ein bisschen Auge und Gefühl für entwickeln auch. Aber gut, wir haben schon 3 Miner, das heißt, das wird relativ schnell gehen, dann lasse ich das Spiel mal laufen. Außerdem, ach ja, ich habe das Interface ein bisschen vergrößert. Ich habe eine Frage bekommen, ob man das denn auch frei skalieren kann. Das würde ich gerne mal eben zeigen, sofern ich das von hier machen kann. Ja, hier kann ich einen Skalierungswert eingeben, der ist momentan auf 200%. Ich kann auf 400 hochgehen. Dann wird es ein bisschen groß. Ich hatte es sonst auf 150, aber jetzt auf 200 gestellt, damit ihr das besser sehen könnt, was ich hier so mache. Ja. Also jede Menge Möglichkeiten, das Interface anzupassen, auf jeden Fall. So, ja, da sind die Miner fleißig an der Arbeit. Sobald sich das hier gleich ein bisschen aufweitet, können hier theoretisch auch 3 Miner arbeiten. Und ich denke, das werden sie dann auch tun. Hier werden jede Menge Steine geholt und weggetragen. Und ja, wir müssen das halt noch ein bisschen anders machen. Ich habe hier oben ja den Stone Workshop gebaut, den Stone Workers Workshop. Den würde ich jetzt tatsächlich abreißen. Denn wir bauen einen neuen Stoneworkers Workshop. Und zwar unten. Eine Etage tiefer. Den können wir auch schon platzieren. Workshop Stoneworker, Stoneworker, da ist er. Den platzieren wir jetzt hier und den bauen wir jetzt aus... Wovon haben wir viel? Ja, Siltstone haben wir viel. Bauen wir den aus Siltstone. So, und jetzt würde ich gerne die Workshops alle schon platzieren. Und ihr wisst ja, da gibt es ja hier die Möglichkeit zu priorisieren. Machen wir das hier jetzt dringend. Da ist eh schon einer dran. Gut, dann die auch. So, und dann platzieren wir den nächsten Workshop. Und der nächste Workshop wird ein Crafts-Workshop. Und den bauen wir auch aus Siltstone. Und dann reißen wir den hier ab. Und dann bauen wir noch einen dritten Workshop. Und das ist ein Edelstein-Workshop. Jeweler. So. Ein Jeweler. Ebenfalls aus Siltstone. Und jetzt ist ein bisschen langweilig, haben die alle die gleiche Farbe, aber wer es einheitlich mag, der findet das ja vielleicht auch nicht schlecht.
So, jetzt haben wir hier drei Workshops und jede Menge Platz theoretisch zum Lagern. Wir haben noch gar keine Edelsteine bekommen. Ja doch, hier sind Rough Shell Opals. Das hier ist Rough Milk Quartzes, das sind auch Edelsteine. Also wunderbar, dann kriegen die auf jeden Fall alle was zu tun. Jetzt gehen wir nämlich hin und wir sagen im Stone Workshop eine neue Aufgabe. Und wir können hier Rock Blocks herstellen. Hier, Rock Blocks. Und wenn wir das dauerhaft machen, dann passiert Folgendes. Diese ganzen Steine, die hier liegen, die werden eingesammelt und da werden Blocks, Blöcke rausgemacht. Steinblöcke. Und die können dann in Kisten gelagert werden, sodass wir bis zu 10 von diesen Blöcken in eine Kiste lagern können. Weil eine Kiste hat Platz für 10 Blöcke. Also das ist schon mal ziemlich cool. Im Workshop, im Crafts Dwarf Workshop, da werden wir auch eine neue Aufgabe herstellen. Und wir wollen jetzt Crafts machen. So, und diesen... Oh. Sorry, ich muss mal kurz mein Handy leise stellen. So, sonst kommt hier gleich noch mehr. Also hier gibt es die Crafts und wir wollen jetzt, Moment, wir müssen nochmal zurück. New Task, Rock. So, und bei Rock suchen wir die Crafts und hier sind Rock Crafts. Und die machen wir jetzt auch erstmal, ja, ohne Ende, sage ich mal. Und dann gibt es hier den Jeweler Workshop und da sagen wir Cut Gems. Auch für immer. Dann werden nämlich Edelsteine schon mal geschliffen und dann haben wir die in der Form vorliegen, wie wir sie später eh brauchen. So, also diese drei Workshops so zusammenzubauen, das macht durchaus Sinn. Eine Lagerfläche machen wir hier später. Jetzt will ich aber erstmal Folgendes machen und zwar im Carpenter Workshop, da machen wir auch eine neue Aufgabe und zwar brauchen wir ein paar Bins. Das sind Kisten. Wooden Bin. Haben wir schon welche im Lager? Nee, haben wir gar nicht. Also das sind rechteckige Kisten. Davon brauchen wir ein paar. Damit können wir nämlich unsere Lager insgesamt nochmal ordentlich aufwerten. Halt, stopp. Ich höre doch Kampfgeräusche. Ich pausiere mal das Spiel. Und hier ist auch eine Warnung. Dog is fighting. Okay, okay. Das ist nur ein Hund und eine Wildsau. Das ist uns egal. Da werde ich jetzt nicht hinterhergehen. Aber weil ich gefragt wurde, wegen unserer Tiere, ich gehe mal kurz in den Tab hier, Pets and Livestock, wir sind gestartet mit so ein paar Tieren. Wir haben hier zum Beispiel Buffalo, Bull und Cow, wir haben Baby-Lama, wir haben Kätzchen und ein paar Hunde und hier sind noch Iwi, das sind glaube ich Ziegen. Ich weiß nicht, Iwi, Ram, ja, das sind Ziegen, weiblich und männlich. Und das sind teilweise Tiere, die natürlich Essen brauchen. Also die brauchen alle was zu essen, aber einige davon sind Grase, also Tiere, die grasen müssen. Da sieht man hier mit dem Interface, das ist jetzt hier das Problem. Es tut mir leid, da muss ich dann doch das Interface runterstellen. Das ist für mich nicht so schön, wenn ich das so habe. So. Jetzt ist das hier vernünftig. Wahrscheinlich hätte auch 180 getan, aber gut. So, naja, auf jeden Fall die Tiere, die grasen müssen. Für die brauchen wir eine Zunge. Und ich werde jetzt hier was ist das denn hier? Honeybees. Oh, cool. Honigbienen. Lecker, lecker. Wir machen hier eine Fläche zum Grasen für unsere Tiere. Das ist eine Designation, also eine Area, eine Zone. Und das ist Pen and Pasture. So, und wir machen jetzt hier einfach mal... Machen wir einfach mal so ein Gebiet... Und accept. Und jetzt bestimmen wir, welche Tiere hier rein müssen. Hunde und Katzen müssen nicht grasen. Die müssen aber grasen. Baby-Lama muss bestimmt auch grasen. Die Wasserbüffel auch. Und, naja, das Lamm sicher auch. So, und die Katzen und Hunde, wie gesagt, die müssen nicht grasen. Die müssen wir hier nicht zuweisen. Die bewegen sich auf diese Art und Weise aber halt auch frei über die Karte. Das ist aber in Ordnung. So, jetzt werden wir sehen... Ja, Zone für Pen Pasture, also eine Wiese, dass dort die Tiere reingebracht werden oder reingehen. Das kann sogar automatisch passieren, je nachdem wo die schon sind. Es kann sein, dass die schon relativ weit weggelaufen sind. Kann das eine Weile dauern. Wir müssen es nicht einzäunen hier. Ich glaube, wir können, aber wir müssen nicht. So, jetzt müssen wir mal drauf achten, wann... Da ist schon Woodbin fertig.
Die werden jetzt halt in den Lagerflächen benutzt. Vielleicht sehen wir das hier gleich. Um Sachen zu lagern. Hier ist übrigens ein Jetblock. Ja. Ein einzelner. Da ist der erste Bin. So, hier oben hingestellt worden. Und in diesen Bin gehen jetzt Sachen rein. Da können wir reingehen. Moment. Sorry. Wir können hier sehen, was drin ist. Hi, Moment. Ich muss kurz mal... Das ist ein Gem-Bin und da ist Tetrahydrit eingelagert worden. Das muss man nur noch besser sehen können. Naja, Tetrahydrit ist da drin. Da geht's richtig ab zwischen Hund und Wildsau. Da ist die nächste Bin und da ist Siltstone drin. Dummerweise... Aber nur ein Siltstone, wie es aussieht. Das ist eigentlich ein Bar- und Block-Bin. Oder sieht das verarbeitete Siltstone auch so aus? Weil wir hatten ja gerade... Zwerg, geh doch mal da runter. Jetzt unterhalten sie sich über Regenbögen. Wie schön. Wie kann man das... Ach, hier, da. So muss ich schauen. Ah, hier die winzigen Reiter an der Seite. Schaut mal. So, hier sehen wir, was in der Kiste drin ist. Hier sind Jetblocks drin, Siltstone-Blocks und so weiter. Ja, alles klar. Da liegt auch noch ein Siltstone. So, und dann gehen wir hier nochmal hin. So, und da sehen wir auch Tetrahydrit. Da liegt ein Tetrahydrit, aber hier sind halt... Hoppla. Ja, Rollen war nicht nötig. So, hier sind halt eben die anderen Sachen drin. Rough, Tiger Eyes und so weiter. Also die ganzen Edelsteine. Das heißt, es kommt jetzt alles zusammen. Und umso mehr Kisten wir haben, da ist die nächste... Umso mehr Sachen werden in diese Kisten gepackt. Das ist jetzt ein Goods Bin. Das heißt, hier kommen so Sachen rein. Siltstone Rings, Oaken Splints, Siltstone Scepter und so weiter und so fort. Ja. Was haben wir hier? Lignit. Ja, weitere Blocks. Ein Bar- und Block-Bin. Und dann haben wir jede Menge leere Bins. Wunderbar, das funktioniert. So. Naja, hier werden halt die Blöcke jetzt gemacht. Hier werden die Rockcrafts gemacht. Da sind sie übrigens. Siltstone Crowns. Die sind alle hier gemacht. Das sind Crafts. Und, naja, Gems. Da sehen wir schon hier, werden die Gems hergestellt. Wunderbar. Jetzt brauchen wir natürlich einen Trade Post. Ganz wichtig. Trade Post brauchen wir, damit die... damit die Crafts verkauft werden können und wir im Trade Post, im Handelsposten Güter kaufen können für unsere Zwerge. Das ist auch ein Workshop. Und das heißt... ich habe ihn gleich... Nee, da unten ist er. Trade Depot. So sieht das Ding aus. Das ist recht groß. Den setze ich jetzt hier hin. Ja, den setze ich vielleicht lieber hier hin. Und den bauen wir auch aus Siltstone. Wobei, nee, wir können ja auch mal aus Blocks bauen jetzt. Da haben wir das mal gemacht. Hier ist Siltstone Blocks. Wir brauchen 3 Stück. Zack, werden die da aus Siltstone Blocks gebaut. Ihr seht, das funktioniert. So, dadurch, dass wir immer mehr Kisten jetzt bekommen, werden wir sehen, wird das Lager insgesamt ein bisschen aufgeräumter, weil diese einzelnen kleinen Sachen, die kommen halt dann in so Werkzeugkistchen und so weiter und so fort. Oh, wow. Schaut euch das an. Einer unserer Zwerge hat ein Masterpiece Pine Bin hergestellt. Huhu. Ich muss mal gucken, wo die ist. Pine Bin, da ist er. This is a masterful pine bin created by Ushrir Utheldathkost. Wunderbar. Wir haben hier eine meisterhafte Kiste. Wie schön. Wie schön, wie schön. Ja, ihr seht, die ganzen Werkzeuge sind schon irgendwo in den Kisten verschwunden. Das funktioniert also gut. Da wachsen weiter Plump-Helmets. Sieht auch aus, als ob alles eingepflanzt wird. Nee, noch nicht ganz, weil No Seeds heißt, sind nicht alle Felder eingepflanzt. So, hier ist das Trade-Depot. Und wir haben jetzt hier natürlich noch keine Händler, die kommen halt eben im Herbst und da müssen wir einfach noch ein bisschen warten, wir sind jetzt im Sommer und hier können wir handeln. Dafür brauchen wir aber einen Broker. So, einen Broker brauchen wir sowieso, ich pausiere jetzt mal kurz. Sieht nämlich so aus, als ob wir nicht mehr genug Essen haben, aber wir sehen schon hier in dem Pasture, dass hier die Ziegen und so schon da sind.
Die Wasserbüffel auch. Also das funktioniert. Können wir eigentlich auch sehen, dass die da sind. Nicht wirklich. Können wir nicht wirklich sehen, aber 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tiere. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passt, sind alle da, die zugewiesen sind. Jetzt laufen die nicht mehr blöd auf der Karte rum. Oh nein. Oh nein. Das Lamm ist gestochen worden von einer Honigbiene. Ach du verdammt nochmal, das gibt's doch gar nicht. Okay, vielleicht war das keine so super Idee hier. ja gut, wir machen das Pest-Shirt nochmal eben woanders hin. Gibt's doch gar nicht. Werden die gestochen von Honigbienen? Machen wir das hier hin. Accept. So. So, jetzt müssten die da unten raus sein. Ja, okay, gut. Jetzt, wenn ich die Pause rausnehme, müssten wir sehen, wie diese Tiere die Zone wechseln. Beziehungsweise wir können die natürlich jetzt auch löschen. So, und ich glaube, ja genau, die werden von Zwergen dorthin geführt. Also es ist schon so, dass die jetzt nicht alleine in diese Pastures gehen. Das müssen schon unsere Zwerge machen, aber dann sind sie hier platziert und dann können sie hier auch grasen. Okay, gut. Soweit so gut. Dann, wie gesagt, den Broker, ja. Ich würde jetzt hingehen und hier unten erstmal ein Steinlager errichten. Habe ich wieder falsch gemacht, so. Accept muss schon sein. Hier kommen jetzt alle Stones hin. Und oben kommen die raus. Also wir werden diesen Stockpile jetzt erstmal löschen. Wir können diesen Bereich wahrscheinlich später anders nutzen. Und werden ihn wahrscheinlich anders nutzen. So, aber es liegen auch schon viel weniger Steine rum, ne? Weil die hier halt eben umgewandelt werden und dann eben in diese Kisten kommen. Jetzt wollte ich aber wegen des Essens mal eben schauen. Das ist nämlich auch wichtig. Also wir haben genug Trinken, das ist schon mal gut. Drink ist ungefähr 70, Food ist ungefähr 30, das ist schon mal gut. Das sind die Pflanzen hier alle. Aus diesen Pflanzen müssen wir jetzt aber was zu essen machen. Und zwar machen wir Easy Meals und das machen wir jetzt auch erstmal dauerhaft. Und die Meals, die müssten dann ja eigentlich hier reinkommen. Da Prepared Meals, genau. Die gehen dann hier in dieses Lager rein. Jetzt ist es zugewiesen, jetzt kommt jemand und bereitet hier diese rohen Muscheln zu. Die hat wahrscheinlich der Fischer gesammelt. So. Ja, jetzt wird gearbeitet. Jetzt müssen wir gleich mal schauen, was passiert und wo das Zeug hingeht. Und wir müssen mal eben schauen. Der eine Zwerg hatte hier gerade so eine Unzufriedenheits-Sprechblase über dem Kopf. So, stopp, stopp, stopp. Wir haben jetzt Raw Muscle Biscuits. Aber warum Raw? Und warum hat die das Kind gemacht? Und was bringt er jetzt ins Stockpile? Was hat er dabei? Magnetit trägt er gerade, okay. Der trägt Magnetit hier rüber. Also auch die Kinder arbeiten hier schon, wie wir sehen. Ja, und hier warten Blocks auf den Transport nach oben. Die wollen wir dann ja eigentlich auch gar nicht mehr hier haben. Aber wahrscheinlich haben wir die hier nie rausgenommen, ja. Warum haben wir die hier eigentlich nicht rausgenommen? Frage ich mich gerade.
kleine Steine. So, jetzt müssten die eigentlich alle hier runterkommen, auch die Kisten, wenn ich mich nicht irre. So, stopp. Was ist mit dem? Thoughts. Na, sie hat sich, also sie war ein bisschen, also erneut genervt davon, dass sie halt was trinken musste ohne einen Krug, eine Tasse oder einen Kelch oder Becher. Außerdem war sie halt im Regen, das findet sie auch nicht so gut, aber ansonsten ist sie, glaube ich, gar nicht so unzufrieden. Und insgesamt haben wir hier schon vier, die nicht mehr ganz so zufrieden sind. Da müssen wir mal schauen, dass wir das irgendwie ins Lot kriegen. Ich weiß aber noch nicht, wie. Aber was ich jetzt mache, das ist jetzt noch das Letzte, was ich in dieser Folge mache. Wir erklären mal gerade ganz kurz die Geschichte mit den, ja, danke schön, mit den Administratoren und so weiter, Nobles and Administrators. Wir brauchen ja einen Broker. Ein Broker sorgt dafür, dass wir hier genau sehen, welche Anzahl wir haben. Das heißt, das ist schon mal Nummer 1. Den stellen wir jetzt ein. Und ein guter Broker, jetzt müssen wir schauen. Die sind normalerweise jetzt sortiert. Das sind die relevanten Skills. Skilled Appraiser, Personal Negotiator, Conversationalist. Die sind halt so ein bisschen abgekürzt, diese Skills. Hier zum Beispiel Novice Judge of Intentions. Boah, ja, keine Ahnung. Adept Negotiator. Ja, wir können den Gemsetter als Broker einstellen. Ja. Mepzut, Pompere, Katabat. Außerdem wollen wir noch einen Manager haben. Und dann erkläre ich nämlich in der nächsten Folge, wie das Ganze mit den richtigen, ja, mit den Arbeitsaufträgen funktioniert. Der Manager ist dafür da, dass wir bessere Arbeitsaufträge geben können. Und wir stellen hier den Expedition Leader ein, der hat hier nämlich adäquat Organizer, ist der einzige, der einen relevanten Skill hat, also unsere gute U-Talk Zongwash, die hat jetzt aber, wie ihr seht, hier plötzlich Anforderungen. Die braucht jetzt nämlich, also wir sehen einmal oben links, müsst ihr schauen, No Study und No Quarters. Und sie braucht jetzt auch keine Quarters. Das ist nämlich nicht so schlimm. Aber sie braucht ein Study. Und zwar ein mega Study. Ja. Dann müssen wir ihr das einrichten. Das machen wir hier unten. Das ist quasi Managerbüro. Und das würde ich jetzt tatsächlich hier in der Nähe bauen. Ich pause immer kurz. So, machen wir hier ein Managerbüro hin. Haben wir eigentlich noch Türen? Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Bins. Bin. Wir machen auch nochmal zwei Barrels. Obwohl, wir haben genug leere Barrels. Und Door. Door. So, was ihr jetzt auf jeden Fall seht, wir können jetzt hier bei Work Orders ein bisschen spezieller arbeiten. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Ich habe es jetzt hier nochmal auf die Standardweise gemacht. Und das ist auch okay. Oh, Herbst hier. Nee, Late Summer. Hier fallen schon die ersten Blätter. Oh, jetzt wird das Spiel gespeichert. Warum? Autumn, okay. Gut, dass wir einen Broker haben. Weil jetzt kommt Safe Game einmal und ich schätze, dass jetzt auch gleich der Handel dann initiiert wird, dass eine Karawane kommt. So, ich pausiere jetzt nochmal, damit das Spiel uns jetzt hier nicht überholt. Und jetzt platzieren wir eben Türen. Doors. Door. Key Placing. Wir haben nur noch die eine Tür. Okay. Es wird ja noch eine neue gemacht, dann kommt hier noch ein bisschen mehr rein. Jetzt platzieren wir hier auf jeden Fall, damit hier ein Büro raus werden kann. Ich kann das ja mal zeigen. Zone. Das ist ein... Ein Office.
So. Accept. Und jetzt muss ich mal eben schauen. Damit das ein Office ist, müssen wir erstmal sagen, wessen Office das ist. Das ist das Office von Utok Zongwash. So. Nee, genau so. So passt es. Und jetzt kommt da noch ein Tisch und ein Stuhl rein. Das ist nämlich das Minimum, was rein muss. Also ein Table. Und ein Throne. Also sprich, ein Chair. Ja, wunderbar. Okay, das platzieren wir alles. Und jetzt muss ich mal kurz noch einmal hier reinschauen in Nobles and Administrators. Jetzt sehen wir nämlich, dass hier Study erledigt ist. Braucht nie Mega Study und ganz links steht, sie hat Mega Study. Ja, wunderbar. Wunderbar. So, jetzt frage ich mich, warum wir hier noch keine genauen Zahlen sehen. Eigentlich müsste das jetzt auch passieren. Ich schaue noch mal kurz, ob ich was übersehen habe. Ah, entschuldigt bitte. Da habe ich mich vertan. Der Broker ist der, der den Handel betreibt. Wir brauchen einen Bookkeeper. Dann stellen wir auch noch einen Bookkeeper ein. Und das ist hier unser Planter. Der kann auch gut bookkeepen. Und der braucht dann allerdings auch einen Mega-Study. Für den richte ich jetzt aber kein extra Büro ein. Da gehen wir hin und nutzen hier oben den Bereich und machen da nochmal so ein kleines Office hin. Accept. Und da arbeitet jetzt, wo ist der Bookkeeper da? Zulban Utsulgosh. Und der kriegt da natürlich auch die entsprechenden Möbel rein. Und das werden wir später sehr wahrscheinlich nochmal umziehen. Ein Table. Und verdammt. Und ein Chair. Okay. Und dann prüfen wir kurz, ob er alles hat, was er braucht. Und das sieht gut aus. Wunderbar. Ja. Das hier ist die Präzision, die wir einstellen können. Wie genau soll der Bookkeeper arbeiten? Eins ist die niedrigste Priorität. Dann haben wir so, da oben stehen die Ranges, 77 bis 80, 777 bis 800, das sind so die Bereiche. Und das kann man dann halt noch so ein bisschen genauer machen. Ja, 77 bleibt 77, 777 wird gerundet auf 780, 7777 wird gerundet auf 7800 und so weiter. Und so können wir die Genauigkeit immer weiter erhöhen. Und hier haben wir eben Highest Precision, dann haben wir nämlich genaue Zahlen. Und hier steht, Stockpile Records sind schon 92% abgedatet auf das entsprechende Level. Und hier oben sehen wir auch schon die korrekten Zahlen. Wenn wir jetzt in Stocks gehen, dann müsste das relativ genau sein. Schauen wir mal bei Beds. 6 Betten werden angezeigt. Das sieht gut aus. Warum hier jetzt ein None steht, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil es eine Unterkategorie ist. Schauen wir mal bei Blocks. Ja, wir haben jede Menge Siltstone-Blocks auf jeden Fall schon. Jede Menge Jet-Blocks. Ja, also 69. In 3 Kategorien, so würde ich das sehen. Aber hier sind die 6 Kategorien. Hier sind halt 6 Betten. Haben wir noch mehr, wo wir mal schauen können? Doors 8. 2, 3, 4, 5 Kategorien. 3, 4, 5, 6, 7, 8 Türen. Ja, dann bin ich ehrlich gesagt nicht sicher, warum hier das jetzt abweichend dargestellt wird. Vielleicht kriegen wir das noch raus. Und da würde ich sagen, haben wir für diese Folge auf jeden Fall mal genug erledigt. Können ganz zufrieden sein, denke ich. Und eigentlich... eigentlich müssten jetzt halt hier auch die Blocks hin.
Ich will jetzt hier nicht draufdrücken. Ah, da, Bars and Blocks. So, wir hätten hier gerne Bars and Blocks. Und Stones. Und jetzt ist mir auch klar, warum hier noch Bars and Blocks drin aufbewahrt werden, weil die hier noch an sind. Also, wie gesagt, Leute, das muss ich alles noch lernen. Gebt mir gemeinsam mit diesem Let's Play ein bisschen Zeit, um das alles auf die Kette zu kriegen. So, jetzt werden unsere Zwerge hektisch und müssen den ganzen Kram hier runterschleppen. Da geht's schon los. Okay, ja, danke fürs Zuschauen bis hierher. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.